Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Lookfantastic Valentinstags-Edition Be Mine. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist die Sonderedition der Valentinstag... Ach Quatsch, der Lookfantastic Beauty Box ist eine Beauty-Abo-Box, die Valentinst... Nein, die, was reden? Oh! Lookfantastic Beauty Box ist eine englischsprachige Beauty Box, das ist die Schwester von der Glossy Box und die gibt es ab 15,50 Euro pro Box und pro Monat. Das hier ist jetzt eine Special Edition, genauso wie es auch den Adventskalender gibt und immer mal wieder auch andere Limited Editions. Ich glaube, die Cosmetic, die habe ich euch jetzt auch demnächst entweder vorzustellen oder schon vorgestellt, keine Ahnung, auch eine sehr gute Geschichte. Da gibt es immer wieder Limited Editions, schau da gerne mal vorbei. Und das hier ist jetzt eine Box, die kostet normalerweise 65 Euro, ist jetzt gerade irgendwie auf 48,75 reduziert und soll einen Warenwert haben von, ich glaube, 190 Tacken oder so. Und das ist schon mal ziemlich cool. Sehr hübsch sieht die aus und ich möchte mit euch zusammen mal hineinschauen. Schönes Design, ist eine schöne Geschenkverpackung übrigens auch. Und das zieht man irgendwie so zur Seite ab. Sieht man die ganz weg? Nee. Nur bis zu einem gewissen Punkt scheinbar. Oh, ist schon hübsch, ne? Und dann hast du hier halt diese Box. Das ist schon schön. Komm, Leute, ne? Mach ich mal auf. Hä? Doch. Oha. Hier haben wir dann das Heftchen, beziehungsweise so ein Flyer. Und dann sehen wir hier immer die ganzen Produkte. Das sieht schon schön aus. Upsala. Forever steht da drin. Also das zu verschenken. Die hatten doch letztes Jahr doch auch dieses Design, oder war das nicht letztes Jahr, weiß ich nicht. Das hat mir auch so gut gefallen. Komm, jetzt gucken wir mal rein. Von Y habe ich hier was drin. Das ist der Leave-In Conditioner, 25 ml. Den müsste ich auch schon da haben. Ich verwende gerne Leave-In Conditioner, nicht nur, weil man ja im Prinzip Wasser spart, weil du nicht unter der Dusche den Conditioner auswäscht, sondern auch, weil ich dadurch meine Haare einfach besser durchkämmen kann, wenn ich das halt nach der Dusche verwende. Und deswegen ist es ein gutes Produkt, freue ich mich drüber. Dann haben wir hier als nächstes von Honest etwas drin. Honest Beauty ist die dekorative Kosmetikmarke von Jessica Alba, glaube ich, oder? Creme Cheek Lip and Lip Color. Aha, 3 Gramm. Rose Pink oder Rose. Face Facts, Resultance. Hä? Okay, also ich habe hier auch eine Schere, dann mache ich das mal auf. Aber Honest, hätte ich jetzt gesagt, Jessica Alba. Oder ist es noch irgendwie was anderes? Ich weiß es nicht, weil das hier so viel auf Französisch drauf ist. Hatte ich mich gerade so ein bisschen gewundert. Ich meine, dass Honest Beauty von der ist. Das ist oh, so eine schöne Schauspielerin mit den tollsten Lippen ever. Das ist so eine meiner Kindheits- oder Jugendheldinnen vielmehr. Da war ich eher Kind, als ich das damals geguckt habe. Dark Angel. Kennt ihr die Serie noch? Ich habe sie geliebt. Das war echt cool. So, richtig hübsch mit diesem Schmetterling drauf, muss ich an Unbox Butterfly Nicole denken. Ich glaube, die hat auch schon ihr Unboxing dazu hochgeladen, ne? Das Metall. Oh, das ist ein Creme Blush. Oh, der ist cool. Der ist richtig schön. Der ist auch ein bisschen kühler, also hat auch was Aschiges drin. Der ist nicht aufdringlich, das ist ein ganz toller Ton. Kann ich mir auch gut für die Lippen auch so vorstellen. Schön, ne? Doch, der ist hübsch. So ein Balm, das ist hübsch. Den kann man sich sicherlich auch gut auftragen, ohne dass man, ja, dass man wirklich viel Make-up drauf hat, weil der auch sehr subtil ist, sehe ich auch gerade hier. Den seht ihr nicht in der Kamera, ne? Richtig cool. Mag ich. Der wird ausprobiert, vor allem dieses Packaging, auch so schön schwer. Was kostet denn? Steht hier nicht drauf. Steht bestimmt online irgendwo. Cool. Dann habe ich hier Midnight in Milan, Glasshouse Fragrances, Body Duo, Saffron and Rose, 100 ml. Was ist das? After all the popping flashes stop, dresses unzip and heels come off. Saffron and amber mixed with rose comes from somewhere and you jiggle and run for what's next in the night. It's the end of the runway and the real beginning of Milan. Das hört sich wirklich so, könnte eine schöne Werbung sein, ne? Made in Australia. Das ist so ein, ja, haben die ja gesagt, ne? Body Duo. Glasshouse. Das ist einmal eine Body Lotion und ein Duschgel. Mhm. Das riecht sehr angenehm. Riecht sehr angenehm. Komm, die Body Lotion, die kann ich mir jetzt ja mal testweise auf die Hand machen. Halt immer schwer raus, wenn das halt so harte Verpackungen sind, ne? So.
Und es ist auch ein nicht so mega flüssiges Produkt. Das riecht so angenehm nach einem teuren Parfum. Ich kann euch, ne, gar nicht sagen, wonach das riecht. Das riecht richtig gut. Das ist schön. Weiß nicht, die Body Lotion zieht gut ein. Mag ich gerne. Das riecht toll. Das ist nicht so. Also es hat auch was leicht sa sanftes, florales. Es riecht wie ein Parfum, was ich mal in so einer Beauty-Box drin hatte. In dieser Blogger-Box war das, glaube ich, drin. Riecht recht teuer. Riecht auch ein bisschen Unisex, ne? Richtig cool. Also entweder nehme ich das mal irgendwo mit auf Reisen oder ich gönne mir das mal, weil das ist ruckzuck leer, ne? Das ist ein bisschen schwierig. 100 Milliliter, wahrscheinlich dann 2x50 meinen die damit, ne? Sehr, 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 sehr edel. Cool. Ja, eine schöne Valentinstagsbox. Das ist ja auch eigentlich gedacht, um es zum Valentinstag zu verschenken. Aber man kann sich das natürlich auch an Valentinstag selber schenken. Dann habe ich hier irgendwas. Demi steht hier drauf. Natural Wax, Vegan and Hand Poured. Per Hand hergestellt dann, ne? Candle Care Advice. Ja, wie man eine Kerze zu verwenden hat, ist wichtig. Das so mache ich bei denen ja auch immer. Immer, dass die oberste Schicht sich auch verflüssigt. Ansonsten brennen die nicht gut ab. Was bist du nur für ein schönes Verpackungsding? Too cute to burn. Oh, ich glaube, da hatten wir auch in dem Adventskalender was drin. War das auch von Demi, von dieser Marke? War da diese Frauen-Oberkörper-Gedönsen, ne? Love you, je t'aime. Ja, je t'aime. Ich liebe dich auf Französisch, ne? Hier ist dann die Kerze drin. Das war nämlich auch so teuer. Ich weiß gar nicht, gibt es noch den Adventskalender? Kann ich euch auch meine Infobox gegebenenfalls verlinken. Oh, ein Herz, wie schön. Ich glaube, das war echt diese Marke, ne? Ja, und hier oben ist der Docht. Die ist nämlich richtig blöd abgebrannt, als ich die Kerze angemacht habe. Ich weiß nicht, also theoretisch, so müsste die dann ja stehen. Ja, bin ich mal gespannt. Aber ich brenne Kerzen halt ab, das muss man halt auch sagen. Ich stelle die nicht hin und warte. Sondern, ja, so werde ich die auch direkt mit runternehmen. Sondern Kerzen werden bei mir verwendet, ne? Naja, gut. Aber edle Verpackung für so eine Kerze. Bin ich auch gespannt, was die dann kosten soll. Dann habe ich als nächstes so einen Stift hier drin von Delilah. Eyeliner. Longwear Retractable Pencil Twig 1402. Das ist ein brauner Kajal. Jo. Kajalstifte mag ich persönlich jetzt nicht so gerne, aber ich bin jetzt auch nicht das Maß aller Dinge. Ne? Das muss man halt auch so sagen. Viele mögen gerne Kajalstifte, auch so als Eyeliner-Ersatz oder so. Ja, ich bin jetzt da nicht so ultra-Fan von, aber es ist schön für einen Valentinstagslook zum Beispiel, weil da machst du es ja eher ein bisschen zurückhaltender, subtiler oder du knallst rein, je nachdem, wie du halt lustig bist. Von Morphe habe ich hier auch was am Start. Die Make It Big Mascara mit 5,5 Milliliter. Das ist diese hier. Hat dann wohl so ein Faserbürstchen. Ich bin ja kein Fan mehr von der Marke. Die haben schöne Produkte, definitiv. Aber die haben einfach so super viele Skandale an der Backe, dass ich das irgendwie gar nicht mehr so unterstützen möchte, indem ich das irgendwie präsentiere oder so. Schaut euch auf YouTube um, da gibt es genug Videos darüber von diversen Channels, die sich da deutlich besser mit auskennen als ich. Schaut da gerne mal einfach, ne, euch um und dann werdet ihr auf jeden Fall auf Leute wie James Charles stoßen oder auf Jeffree Star. Und ja, genau, das muss ich euch jetzt nicht alles vorkauen. Das ist auf jeden Fall eine Mascara. In der Theorie ist es super, dass hier eine Mascara drin ist. Wirklich schön. Dann haben wir was von Omorovit, nein, von Elemis drin. Ich dachte wegen diesem Logo, das wäre Omorovicha. Das ist der Gentle Rose Exfoliator Smoothing Skin Polish. Das ist ein Gesichtspeeling. 50 Milliliter. Da weiß ich jetzt noch natürlich noch nicht, inwiefern. Okay, das sind mit Jojoba-Samen. Okay, das ist nichts für mich, weil das ist ein mechanisches Peeling. Ich verwende ja fürs Gesicht kein mechanisches Peeling, sondern nur chemische Peelings, beziehungsweise jetzt aktuell nur Enzympeelings. Hier oben habe ich ein Video gedreht, da habe ich auch ein bisschen was zu Peelings erzählt in Kooperation mit Dalton. Das hier ist bestimmt eine Full Size mit 50 Millilitern und sicherlich sehr, 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 sehr nett vom Preis her, ne? Wird aber weiter wandern. Ne, 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 ne. Wow, wie kann man ne sagen?
Ist auch schön. Manchmal führe ich auch Diskussionen mit mir selbst. Dann habe ich hier noch von Fab, also dieses First Aid Beauty Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer. Das ist toll, das ist wie so ein Primer dann zu sehen. 50 ml kannst du aber auch natürlich ohne Make-up verwenden. Soll Feuchtigkeit spenden, das werde ich ausprobieren. Das ist dann auch hier eine Tube, 50 ml, hat auch eine schöne Größe, muss ich sagen. Und das ist einmal dieses Produkt. Und ich bin froh, dass wir mal eine Full-Size von First Aid Beauty Produkten hier drin haben. Denn sonst haben wir total häufig auch von sowas recht kleine Größen drin. Ja, das wird mal getestet. Also nach wie vor ist der Blush von Honest Beauty mein Favorit. Und dann habe ich hier noch was. We Are Paradox Moisture Hangover Hair Elixir. Irish Whiskey for Unreal Shine. 75 ml. Hä? Okay, also das ist halt echt so ein Flachmann, ne? Sehr witzig. Und da ist ein Haaröl drin. Wie witzig. Das ist mal eine Verpackung, ne? Ich mag ja solche aufregenden Sachen, wenn es halt einfach mal ein bisschen was anderes ist. Das riecht jetzt aber nicht nach Irish Whiskey, Leute. Ist natürlich jetzt in der Applikation super schwer, das dann zu verwenden, aber es ist irgendwie witzig. Ist das wirklich mit Whisky? Ich meine, ich habe damals Whisky getrunken, ne? Das war, also habe ich gerne gemocht. Weil dass ich jetzt so sitze, jetzt. Prost. Performing as a leave-in treatment or finishing oil. This hair elixir encourages bouncy, glossy looking length. The luxurious formula is perfect for dry hair types. Also für trockene Haut, Haartypen ist es geeignet. Das ist ein Finishing Öl. Das macht die Haare oder macht, dass die bouncy werden, also Sprungkraft dann wahrscheinlich haben, ne? Und das soll glossy aussehen, die Längen. Mhm. Ja, schön, definitiv. Und was eine coole Verpackung. Keine Frage, oder? Das im Beauty-Bereich? Finde ich irgendwie witzig, aber Weird Paradox, es passt halt mit der Marke auch zusammen. So, jetzt habe ich euch einmal genau den kompletten Inhalt gezeigt von der Box. Es sind jetzt auch 9 Produkte gewesen und ich finde den Inhalt klasse. Wir zahlen dann ja quasi unsere um 50 Euro dafür, würde ich jetzt mal dazu sagen. Und das lohnt sich schon. Wenn man halt wirklich auch Bock auf dieses Peeling hat, dann hast du hier noch ein richtig krasses On-Top-Produkt. Ansonsten, also ne, für mich werden diese beiden Produkte nicht bei mir bleiben. Bei dem Kajal bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber der Rest schon. Da habe ich auch wirklich Interesse dran. Und ja, ihr Lieben, das wäre jetzt hier einmal die Limited Edition gewesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Box so fandet. Ob ihr diese LE besser fandet, ob ihr die LE von der Glossy Box besser fandet. Ich weiß jetzt nicht, welches Video eher kommt. Wir gucken einfach mal. Ich fand die beide auf ihre Art und Weise ziemlich cool, wobei ich die Glossy Boxen Mühe besser fand, aber es liegt einfach daran, dass ich diesen Glowish Blush immer schon haben wollte. Ja, ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!